Der Abgeordnete Haubner ist am Wort. Sehr geehrte Frau Minister, sehr geehrter Herr Präsident, danke Kollege Angerer für die Einbegleitung und für die Überbrückung. Ein wesentlicher Beitrag. Ich möchte aber auch die Frau Minister Schramböck recht herzlich grüßen, weil ich mir sicher bin, dass sie die Debatte ihres Berichtes am Fernseher bzw. an ihrem Bildschirm verfolgt. Ja, wir haben also hier den KMU-Bericht 2020. Zuerst vielleicht einmal Danke an die Berichtersteller. Es ist wieder ein sehr guter Bericht geworden, sehr übersichtlich und sehr gut gegliedert und ein gutes Beispiel dafür, wie ein Bericht ausschauen soll. Ja, meine Damen und Herren, es geht über die kleinen und mittelständischen Unternehmer in Österreich. Die KMUs sind der größte Arbeitgeber in Österreich. Sie beschäftigen über 2 Millionen Menschen und bilden 2 Drittel der Lehrlinge in Österreich aus. Und jeder, der die Unternehmer kennt, der weiß, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Unternehmergeist sie sich für ihre Betriebe und für ihre Mitarbeiter einsetzen. Und dem gilt auch unsere ganze Unterstützung. Und wenn wir jetzt natürlich in diesem vergangenen Jahr und in diesem Jahr durch die Pandemie in eine Krise gekommen sind, dann ist es eine besondere Herausforderung für uns auch in der Politik, hier die richtigen Maßnahmen zu setzen, um die Betriebe durch diese Krise zu begleiten. Und es gibt 2 wesentliche Elemente. Das eine ist die Begleitung durch die Krise und das zweite ist die Unterstützung bzw. die Innovation dann aus der Krise heraus. Und genau hier versuchen wir eben auch diese Maßnahmen zu setzen. Und wenn man etwas Gutes an dieser Krise finden will, dann ist es sicher, dass viele Unternehmen es genutzt haben, hier auch einen Digitalisierungsschub zu setzen. Denn gerade im Bereich des Homeoffice und im Bereich des Remote-Arbeitens sind viele Investitionen in den Betrieben für diese Art des Arbeitens geflossen. Also ich glaube, dass man auch ein paar positive Elemente aus dieser Krise heraus gewinnen kann. Was ganz wichtig ist, ist die Unterstützung. Und hier haben wir ja mit der Kurzarbeit und ein ganz wesentliches Element auch dahingehend gefunden, dass wir auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützen können, nämlich damit sie in Beschäftigung bleiben. Mit Fixkosten und Umsatzersatz versuchen wir, die Betriebe in dieser Krise zu begleiten. Und ich möchte hier an dieser Stelle auch einmal an die COFAG einen Dank ausrichten, denn es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach, Kollege Schellhorn, du weißt das, dass man alle diese Hilfsleistungen auch entsprechend abwickelt, da viele Fragen auch oft offen sind. Aber ich denke, dass es mit viel Einsatz und mit viel Professionalität von der COFAG hier gemacht wird. Und wenn wir uns anschauen, dass 95% der Fälle abgearbeitet sind, dann kann man sagen, ja, okay, es sind noch 5% der Fälle in einigen Bereichen offen, aber auch hier wird alles dafür getan, dass das bald und umgehend erledigt wird. Und wenn wir uns noch den internationalen Vergleich anschauen, dann sehen wir auch ganz deutlich, dass Österreich mit seinen Unterstützungen im vordersten Feld liegt, um nicht zu sagen an der Spitze liegt. Und ich glaube, das zeigt auch ganz deutlich die Wertschätzung dieser Regierung für die unternehmerischen Leistungen dieses Landes und für die Unternehmer und für ihre Betriebe. Und ich möchte mich bei den Unternehmern natürlich auch bedanken, weil die Unternehmer leisten hier Außerordentliches und vor allem sie schauen auch darauf, dass die Arbeitsplätze in Österreich erhalten bleiben. Danke dafür. Die Klein- und Mittelbetriebe, die KMUs in Österreich, sie seien des Landes größter Arbeitgeber und in der Pandemie von der Politik gut unterstützt worden, betont Peter Haubner von der ÖVP. Er ist Wirtschaftssprecher.